Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Sacred Conversations, Gespräche zwischen Mutter und Tochter, deinem Lieblingspodcast. So schön, dass du wieder hier zuschaust, zuhörst, auf welcher Plattform auch immer du uns hier entdeckt hast. Genau. Ja, wir wollen heute auf ein Thema eingehen, das sich in den Kommentaren von einer früheren Folge mal gewünscht wurde. Das könnt ihr natürlich jederzeit tun, uns einfach kommentieren, wenn ihr irgendwas habt, worauf wir gerne mal eingehen sollen, oder falls es irgendwie Nachfragen gibt zu einem bestimmten Thema, sehr, sehr gerne. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Freuen wir uns natürlich riesig. Uns gehen die Ideen zwar auch nicht aus, das Leben ist unser größter Inspirationsgeber, aber ihr dürft natürlich auch zu den Inspirationsquellen dazugehören. Und genau aus diesem Grund sprechen wir heute mal über das Thema Fühlen und Leiden und was damit zusammenhängt und vor allem, was der Unterschied ist zwischen Fühlen und Leiden. Da fällt mir nämlich auch direkt gerade so ein Spruch ein: Leiden ist, wenn man den Schmerz unterdrückt. Das heißt, ich glaube ja, dass Schmerz einfach zum Leben dazugehört. Das ist halt einfach ein Teil des Lebens, den wir alle erfahren. Schmerz auf eine gewisse Art und Weise. Wir werden verletzt, wir erfahren Traumata oder wie du es nennen möchtest. Wir erfahren schmerzvolle Dinge in unserer Vergangenheit, die uns dann ein Leben lang eventuell begleiten, je nachdem, wie gut wir uns damit einfach auseinandersetzen und wie gut wir damit eben arbeiten oder wie viel wir damit arbeiten, vielmehr. Und das ist einfach ein Teil des Lebens, das gehört einfach dazu, genau wie so Dunkelheit zum Leben dazugehört und Licht zum Leben dazugehört. Und ich finde diesen Satz sehr, sehr, sehr passend zu dem ganzen Thema. Leid ist da, wo man Schmerz ablehnt. Also, dass Schmerz einfach zum Leben dazugehört. Und ich für mich habe halt erfahren und erlebt, dass sobald du den Schmerz akzeptieren kannst, was auch immer es für ein Schmerz ist, sobald du den akzeptieren kannst, tut der Schmerz nur noch weh, aber er ist nicht mehr schlimm. Es kommt dann nicht mehr zu dem Punkt, wo du sagst, oh mein Gott, das ist so schlimm, ich will mich einfach nicht mehr so fühlen. Und ich glaube, es geht vielen so, dass sie sich öfter mal dabei wiederentdecken oder wiederfinden, wo sie merken, ey, mir geht's gerade gar nicht gut und alles ist doof und irgendwie läuft es nicht und das Leben ist so anstrengend und kann es nicht einfach mal gut sein. Und die Sache ist, aus meiner Erfahrung ist das vor allem immer dann, und das ist ja auch dieses Leiden, wovon man, also dass man dann irgendwie das Gefühl hat, man leidet nur im Leben, als dass man wirklich das Leben als glückliche Erfahrung empfindet. Und dann triggert es, wenn da irgendwie so zwei vor der Kamera sitzen und sagen, Glück ist eine Entscheidung, ja toll, ne? Ne? Wie soll ich mich dann entscheiden? Guck dir mal mein Leben an. Ja, und das passiert vor allem dann, wenn wir uns gegen diesen Schmerz wehren, dagegen wehren, wirklich zu fühlen, was da ist. Ja, es ist auch eine ganz tiefe, konditionierte Prägung in uns, dass wir es mehr gewöhnt sind, Schmerz zu fühlen, aber unbewusst, als uns für ein bewusst freudvolles Leben zu entscheiden. Ich habe gerade heute Morgen, ich wusste ja nicht, dass wir jetzt über das Thema hier sprechen, mit einer Kundin gearbeitet, wo wir darüber gesprochen haben, dass sie jetzt das Gefühl hat, es fällt ihr so schwer,
jetzt wirklich diese Hausaufgaben, die sie von mir bekommen hat, was sie machen jetzt darf hinter den Kulissen, um wirklich in dem freien Leben anzukommen, wo sie hin möchte. Und sie sagt, von der Logik her, mir ist das alles ganz logisch. Ich brauche mich doch nur hinzuhocken, einen Stift zu holen und einfach stumpfes Trumpf eigentlich nur die Fragen zu beantworten, die du mir aufgegeben hast. Und es fällt mir so schwer. Ich eier seit einer Woche jetzt rum. Ich habe es noch nicht gemacht. Mhm. Ich habe dann scherzhalber gesagt, heute gibt es einen Klassenbucheintrag. Und da geschieht Folgendes. Ganz tief in unserer Konditionierung ist einfach so viel Schmerz und Leid, um es jetzt mal schwarz-weiß auszudrücken, abgespeichert, dass unser System es seltsam findet, jetzt einfach nur Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tiefe, unbewusste Konditionierung. Weil vom Kopf her wollen wir eine andere Lebenswirklichkeit haben. Vom Kopf her, von der Ratio her, sind wir sowas von leid, in diesem, in meinem Sprachjargon, in meinem früheren Leben Schlamassel drin zu stecken. Und das kostet ein Stück weit Anstrengung, weil unser System das nicht kennt. Und das ist das dann, was uns dann manchmal so schwer fällt, wenn man es merken, ist ja schon mal gut, aber viele merken es ja noch nicht mal und wundern sich dann. Ich habe schon so oft beim Universum dies und jenes bestellt. Ich arbeite doch schon mit dem Gesetz der Anziehung, aber bei mir passiert immer das Gegenteil. Naja, weil auf einer unbewussten Ebene das System einen Vorteil noch kennt, dass die Situation so ist, wie es ist, wenn man vielleicht noch nie möglicherweise im Leben bis auf früheste Kindestagen später nie wieder die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, da Freude zu fühlen, Spaß zu haben. Ja. Aber das ist das, was eigentlich unserer Evolution entspricht und auch dem Plan unserer Seele. Weil was haben denn kleine Kinder? Die gucken mit großen Augen in die Welt, was kann ich heute entdecken, wie kann ich heute Freude, Spaß und Leichtigkeit haben. Das ist auch etwas, was ich heute Morgen noch gesagt habe. Stell dir mal vor, man hätte es uns nicht abtrainiert, Tag zu träumen. Wo wären wir dann? Weil mit unseren Tagträumen haben wir uns vor allem früher als Kinder unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, ohne auch nur ein Bankkonto zu haben, ohne auch nur uns Gedanken über Geld zu machen. Ja? Und dann läuft das Fass manchmal über, dann wird der Schmerz so groß, dass wir es einfach dann dennoch nicht mehr ertragen wollen und können und unterdrücken ehen, sodass auf der unbewussten Ebene als Konditionierung noch mehr in dieses Fass reingepresst wird. Weil dann haben wir vielleicht auch irgendwo mal von Manifestationsgesetzen gehört, ich darf das jetzt nicht fühlen, auf gar keinen Fall. Darf ich das jetzt fühlen, dann mache ich es ja noch schlimmer. Das Ding ist aber, Gefühle sind dazu da, gefühlt zu werden. Und was wäre, wenn es gerade in dem Moment dann hilfreich wäre, oder das Hilfreichste überhaupt, noch einmal in den Schmerz hineinzufühlen, ihn anzunehmen, zu atmen. Mhm. Was mir da immer hilft oder auch geholfen hat, ist, mir vor meinem geistigen Auge eine goldene Schale vorzustellen, indem ich das einfach mal ausatme und noch gar nichts weiter mitmachen muss. Einfach mal den Schmerz, sei es jetzt ein seelischer Schmerz oder auch ein körperlicher Schmerz oder ein Mix aus beidem, in diese goldene Schale auszuatmen. Solange, bis ich das Gefühl habe, so jetzt ist gut, das kann eine Minute sein, es können auch mal 5 Minuten sein, das kann auch mal dramatische Minuten sein, weil dicke Krokodilstränen dann auch noch laufen, aber ich presse es nicht weiter in mein System rein. Und dann übergebe ich die goldene Schale vor meinem geistigen Auge dem Universum und vertraue einfach, dass das Universum sehr gut weiß, was es mit der goldenen Schale zu tun hat. Es ist auch schön, dass du das gerade ansprichst mit der goldenen Schale. Das mache ich auch heute noch. Das habt ihr mir beigebracht. Da waren wir noch kleine Kinder. Mhm. Und ich glaube, das war so vielleicht sogar die erste, wie sagt man denn, Visualisierungsarbeit, die ich in meinem Leben, in diesem Leben, in diesem Körper gemacht habe. Weil ich sehe immer noch diese goldene Schüssel vor meinem Auge, vor meinem inneren Auge. Mhm. Und ich glaube, also ich bin ja eigentlich immer ein sehr gesundes Kind auch gewesen. Also während andere dann immer ständig irgendwelche Grippen hatten und dies und das und ständig gefehlt haben. Und
War ich immer fit? Also, was heißt immer fit? Ich hatte natürlich auch Erkältungen, aber ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch keine Grippe. Also, ich dachte immer, Grippe wäre Erkältung. Bis Leute mir dann mal erzählt haben, was bei einer Grippe passiert. Und dann dachte ich so, was? Was? Nö, kenne ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass es halt unter anderem auch damit zusammenhängt, weil ich als Kind wirklich schon damit angefangen habe, mit dieser goldenen Schüssel. Mhm. Und ich glaube sogar, also sobald ich dann buchstabieren konnte und schreiben konnte, habe ich angefangen immer S-C-H-M-E-R-Z. Ich habe immer die Buchstaben, alle einzeln. Ich weiß nicht, das war so ein Ding. Aha, okay. Ich finde das gerade irgendwie interessant. Also es hat zwar eigentlich jetzt hier so genau nichts damit zu tun, aber das ist so meine Erfahrung damit. Und das hat immer mega geklappt. Also finde ich sehr gut, dass du das jetzt hier angesprochen hast. Für mich ein Goldtipp auf jeden Fall. Mhm. Aber ich wollte noch auf was anderes eingehen. Und zwar ist das irgendwie so ein weitläufiges Thema natürlich, Schmerzen und Leiden. Ich wollte halt auch aufs Leiden auch eingehen, weil ich weiß, dass viele auch unserer Zuschauerinnen und viele Menschen, die wir einfach erreichen, ganz, ganz viel davon gesprochen wird, dass sie ja so leiden und dass es so schlimm ist und dass es für sie so schwer ist. Und ich würde mal sagen, es gibt da so verschiedene Ansätze, wie wir darauf eingehen, weil das ist nochmal ganz, ganz individuell, weil es halt so verschiedene Wege gibt, damit umzugehen. Das eine ist, was du eben schon ein bisschen angesprochen hast, ist, sich einfach da rauszuholen quasi aus diesem Matsch und jetzt nicht zu unterdrücken, aber auch jetzt nicht da irgendwie zu versumpfen und zu sagen, okay, es ist halt alles, ne? Nee, du holst dich jetzt da raus und schüttelst dir den Staub von den Schultern und dann geht's weiter und dann entscheidest du dich wieder dafür, glücklich zu sein. Stellst dich vor einen Spiegel, grinst dich mal 10 Minuten lang nur an. Das ändert schon ganz, ganz, ganz viel. Und machst einfach mal so ein paar Dinge oder gehst mal raus und sperrst dich nicht die ganze Zeit in der Wohnung ein. Also so ganz, ganz einfache Sachen machen, um da rauszugehen. Eine andere Wahrheit ist es aber, zum Beispiel sich wirklich ganz bewusst mit dem Schmerz auseinanderzusetzen. Und nicht eben sich nur da rauszuholen, weil es ist in manchen Situationen sinnvoll, in manchen Situationen ist es mehr so Richtung wieder unterdrücken oder wegdrücken oder ignorieren, obwohl da eigentlich was brodelt, was gern angesehen werden möchte. Und wie das ja schon sagt, Schmerz, ne? Also Schmerz ist schmerzhaft einfach. Ne? Also wenn ich mich dann auch damit beschäftige, ist das natürlich auch unangenehm. Aber es gibt da einen ganz, 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 ganz wichtigen Aspekt dazu zu sagen. Und zwar, dass ja Schmerz, also in dem Moment, in dem ich mich entscheide, es wirklich durchzufühlen, ist das unbequem. Das ist, einer meiner Coaches hat immer gesagt, das ist so ein, wie wenn man so durch so ein Nadelöhr geht, ne? Also es ist unbequem, du musst dich da irgendwie so durchquetschen, in Anführungsstrichen. Also es ist halt ein unangenehmer Prozess. Und dann kommst du aber raus auf der anderen Seite und dann kommst du in so ein, naja, man kann schon fast sagen, da kommst du in so einen, das ist so ein Sterbeprozess. Du stirbst so einen kleinen Tod und dann kommst du da raus und bist auf einmal in so einem weiten, leeren Raum. Und in diesem weiten, leeren Raum ist wieder alles möglich. Vorher ist alles so belagert mit Schmerz und Verletzung und Vergangenheit und oh, anstrengend und das Leben ist so anstrengend und es fühlt sich so schwer an und ich will nicht mehr und ich muss hier raus, ich kann nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr. Und in dem Moment, wo wir es durchfühlen, wo wir durch das Nadelöhr durchgehen, entsteht wieder eine Weite. Wir haben den Schmerz dann quasi hinter uns in der anderen Dimension gelassen, sage ich jetzt mal so. Und du kommst in diesen luftleeren Raum, da ist dann erstmal kein Schmerz mehr, sondern da ist einfach nur ein Bewusstsein. Ich bin dann einfach nur. Ich spüre dann eventuell immer noch den Schmerz, aber nicht mehr im Sinne von, der übermannt mich oder ich bin der Schmerz. Also ich identifiziere mich damit nicht mehr, sondern ich nehme ihn einfach nur wahr. Er ist da genauso wie ich da bin. Und in diesem Raum sind alle Möglichkeiten offen. Und in diesem Raum kann ich mich dann wahrhaftig für Glück entscheiden. Weil wenn ich das in dem vorherigen Raum mache,
ist das immer noch so ein Gewader zwischen Schmerzen, Leiden, ich will nicht mehr und ich habe keinen Bock mehr und so, ah, ich entscheide mich jetzt für Glück und ich lächle jetzt einfach alles weg. Nee, also langfristig funktioniert das nicht. Aber es gibt noch eine andere Sache, die ich dazu sagen möchte, ist, wenn wir jetzt von Fühlen sprechen, um durch dieses Nadelöhr durchzukommen, ganz, ganz viele sagen auch gerne, ich fühle doch schon so viel. Ich mache doch schon so viel, ich fühle das doch, ich spüre doch diesen Schmerz. Den ganzen Tag geht es mir schlecht und ich fühle das doch schon, ich leide doch schon so sehr darunter, ich mache das doch schon so lange. Was soll ich denn jetzt noch mehr mich da reinsteigern? Das macht doch auch keinen Sinn. Auch wie du gesagt hast, so, das manifestiert mir nur mehr davon. Mhm. Den Gedanken werfen wir mal weg, das haben wir schon ein paar Mal hier im Podcast. Da kommt bei mir auch die größte Resignation, wenn ich denke, okay, ich darf das nicht mehr fühlen oder denken, was ich gerade denke. Mhm. Wenn es halt da ist, dann ist es da und dann will es auch gesehen werden, sonst wäre es nicht da. So, und wenn wir in diesem State sind, wo wir das Gefühl haben, ey, ich fühle doch schon die ganze Zeit oder mir geht es doch die ganze Zeit schon so schlecht, ich nehme das ja wahr, also fühle ich doch auch. Es gibt einen Unterschied zwischen fühlen und versumpfen. Weil wir sehr gerne mal in diesem, oh, es geht mir so schlecht und es ist so anstrengend und oh, das Leben ist so blöd und ich will nicht mehr. Das ist versumpfen. Fühlen ist einfach nur, okay, was ist da gerade? Ah, Schmerz. Wo ist der Schmerz? Ah, der sitzt in meinem Herzen. Ah, und in meinem Bauch. Ah, und der breitet sich irgendwie aus. Ah, und der ist auch in meinem Hals. Ah, okay. Es schnürt mir ein bisschen die Kehle zu. Okay, es fällt mir schwer zu schlucken oder so. Ah, ne? Mhm. Das ist Fühlen. Fühlen ist einfach nur ein bewusstes Wahrnehmen von dem, was da ist. Da ist keine Bewertung von, oh, es geht mir so schlecht, ich leide so und oh, es ist so anstrengend. Natürlich gehört das auch zum Fühlen irgendwie dazu, wenn man merkt, okay, es ist anstrengend oder es fühlt sich halt anstrengend an. Aber es gibt einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied zwischen diesem Versumpfen und dem wahrhaftigen Fühlen. Weil in dem Fühlen bewertest du nicht. Du nimmst einfach nur wahr, was da ist. Und das ist das, was dich letzten Endes durch dieses Nadelöhr bringt. Das ist so dieser ganz, ganz große Unterschied. Mhm. Ja, Gefühle sind ja da, um gefühlt zu werden. Und mir ist bei deiner Erläuterung jetzt so auch sinnbildlich als Beispiel, was ich noch gerne teile, was ja eigentlich in unserer Natur vorgesehen ist. Jede Frau, die schon mal ein Kind gekriegt hat, was machen wir denn während der Geburt? Die Wehe kommt, wir fühlen sie ganz bewusst, wir atmen in die Wehe hinein und atmen aus. Das ist der ganz natürliche Geburtsprozess. Da unterdrücken wir ja auch nichts. Also wenn ich jetzt von einem ganz natürlichen Geburtsprozess jetzt einfach mal spreche. Das war eines der Gründe, warum ich auch keine Betäubungsmittel, keine Spritze und nichts bei der Geburt haben wollte, sondern ich wollte das bewusst wahrnehmen und ich wusste, wenn ich mit Schmerzen nicht mehr klarkomme, gibt es immer noch eine Möglichkeit, aber mir war vorher schon klar, nee. So, und was machen wir während der Geburt? Wir nehmen wirklich bewusst, wir atmen ein und atmen aus. Und so können wir uns das hier auch ganz natürlich, das Leben, unser Körper, die Seele will uns nie für irgendetwas bestrafen, sondern uns immer darauf hinweisen, da gibt es eine Disharmonie in deinem Körper. Und jetzt nimm das mal wahr, fühl das mal, fühl dich mal durch, sei es jetzt mit der goldenen Schale oder mit anderen Techniken, gibt es ja ganz, ganz viele. Vielleicht machen wir mal hier so einen Technik-Podcast mit ganz vielen Modulen, was es da noch so alles gibt. Und dann geht es gar nicht anders, als dass wir es loslassen, dass wir uns anschließend besser fühlen. Und ich glaube, in meiner Welt auch, es gibt auch nicht diese eine Technik, immer nur die goldene Schale oder immer nur das, oder was du eben gesagt hast, was auch oft hilfreich ist, einfach den Raum zu verlassen, also dieses morphogenetische Feld, um es mal so auszudrücken, zu verlassen, sondern das Hilfreichste, was wir machen können, mit uns selbst verbunden zu sein, die Impulse wahrzunehmen, zu fragen, hey, wie kann ich jetzt
Was ist jetzt sonst noch möglich? Was ist jetzt der größtmögliche Beitrag? Und dann den Impuls zu lassen. Das heißt, da kommt die goldene Schale, da kommt, geh jetzt einfach mal raus, da kommt, hock dich mal hin, atme einfach oder was auch immer. Unser Körper sagt uns eigentlich, was es zu tun gilt. Oder dann heißt es, komm in Divinity, weil da lernst du ja genau damit das, umzugehen. Genau. Also im Grunde genommen, Gefühle sind immer unser Wegweiser. Und immer wenn wir, wenn ich jetzt mal schwarz-weiß bewertend sage, wenn wir negative Gefühle haben, ist das immer ein Hinweis von unserer Seele, von unserem Higher Self, von dem Herzen, dem Universum, ganz gleich, welchen Namen wir dieser Instanz geben möchten, dass wir nicht auf dem eigenen Weg unterwegs sind. Und wie großartig ist das, dass das Universum auf dem Weg mit uns kommuniziert. Also künftig für dich Einladung, erinnere dich daran. Jedes Mal, wenn du, was du aus deiner Sicht jetzt als negatives Gefühl bezeichnest, ist es immer ein Hinweis von deiner Seele, du bist nicht ganz auf deinem eigenen Weg unterwegs. Ja, und wie kann ich mich dafür entscheiden dann, was anderes zu fühlen, was ich jetzt selbst wirklich fühlen will, indem ich mich dafür entscheide, indem ich mich frage, was will ich denn jetzt fühlen? Ja, ist nicht immer einfach, wenn ich dann als Impuls bekomme, ich fühle mich gerade im Dramatal und bin da gerade versunken und jetzt kriege ich als Impuls, hör mal deine Lieblings-CT und mach mal einen Tanz um den Tisch. Na danke, ist etwas, was da nicht gerade am leichtesten fällt. Die Wahrheit ist aber, wenn ich diesem Impuls mich hingebe, wie fühle ich mich denn schon nach 3 Minuten, wenn ich mich einfach mal drauf eingelassen habe? Oder wenn der Impuls kommt, geh mal auf YouTube, schau dir mal lachendes Baby an. Das war ganz oft auch für mich etwas, um mich einfach mal wieder ins Lachen zu versetzen. Das fällt dann in dem Moment nicht unbedingt so leicht. Man muss sich ja selbst quasi überwinden. Ja, aber wenn das der klare Impuls ist, wie fühlt man sich anschließend? Ist immer wieder eine Entscheidung. Weil wer ist verantwortlich für meine Gedanken? Ich selbst. Wer ist verantwortlich für meine Gefühle? Ich selbst. Es geht immer um die radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Wer ist verantwortlich für meine jetzige Lebenswirklichkeit? Ich selbst. Niemals jemand anderes. Und wie gerecht ist das, wenn man es mal so sieht? Wie gerecht ist es, dass das Universum immer Ja zu mir sagt? Und natürlich, wenn ich im Außen eine Lebenswirklichkeit vorfinde, die ich so nicht haben wollte, das habe ich mir nicht bewusst bestellt. Aber dann zu sehen, ah, okay, ist ja eine interessante Kreation, die ich mir jetzt mal gerade wieder geschaffen habe. Universum, hey, war nicht so gemeint. Was hätte ich denn jetzt eigentlich wirklich gerne? Und ich kann wieder korrigieren. Also wenn ich das jetzt so von mir gebe mit der Freude, mit dem Spaß und mit der Leichtigkeit, das habe ich heute Morgen auch zu meiner Kundin gesagt, es geht auch mal darum, mal diese Verbissenheit rauszuholen und das ganze Leben mal ein bisschen mehr als Spiel zu sehen. Weil was sende ich denn dann aus, wenn ich was als Spiel sehe? Ich hocke mich doch nicht mit der Family an den Tisch, wir spielen jetzt. Oh, ich muss jetzt spielen und Stress und Druck und so. Ich habe doch Freude dabei, sonst komme ich ja nicht auf die Idee, irgendein Spiel zu spielen. Was wäre es, wenn wir das ganze Leben mal ein bisschen mehr als Spiel sehen und diese Verbissenheit, diesen Krampf und boah, mal rausholen und schon haben wir eine Tür zu mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit aufgemacht, um es jetzt mal schwarz-weiß auszudrücken. Ich weiß, das triggert jetzt vielleicht ein bisschen, aber es ist eine Entscheidung und auch für dich, weil du es jetzt gerade hier hörst, weil du uns hier zuschaust. Wenn du radikal ehrlich zu dir selbst bist, ist es vermutlich genau die richtige Botschaft, die du jetzt hören darfst, wolltest oder solltest vom Universum, in dem Fall durch uns. Ja. Ja, ich habe noch 1000 weitere Gedanken genau dazu, auch gerade zu dem Thema, wenn man dann merkt, okay, man will irgendwie fast schon gar nicht da raus. Man hat vielleicht so eine Magic-Liste, wo draufsteht Dinge, die ich tun kann, wenn es mir zum Beispiel nicht so gut geht oder so, oder wenn ich mich wieder happy fühlen will, aber man will es irgendwie nicht machen, obwohl man genau weiß, dass es einem dann besser gehen würde. Kenne ich auch. Also ich habe da noch ganz, ganz viel zu sagen. Aber ich glaube, für diese Podcast-Folge ist schon mal gut. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreibst du sie uns ja in die Kommentare. Und vor allem, wenn du was Individuelleres suchst, wenn du jetzt irgendwie eine ganz spezifische Frage hast, die dich jetzt
persönlich beschäftigt, wo du jetzt sagst, okay, alles schön und gut, was er gerade gesagt hat, aber bei mir ist es so und so. Ich weiß jetzt da gerade gar nicht, wie ich da vorankommen soll, wie ich das jetzt irgendwie für mich lösen soll. Oder ich habe hier ein Problem, eine Herausforderung in meinem Leben, wo ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, wie ich da jetzt gerade mit umgehen soll. Dafür gibt es Divinity. Also, den Link findest du natürlich auch unter dem Video, beziehungsweise unter dem Audio, in den Kommentaren, nee, in den Shownotes so. Und ansonsten würde ich sagen, geh es einfach an und wir sehen uns in der nächsten Folge oder in Divinity. Bis dahin.